Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe für euch heute nochmal ein Video zum Thema Lebendfutter mitgebracht. Und zwar geht es heute um häufig gestellte Fragen zum Thema. Die sehr häufigste gestellte Frage war nämlich, wie fütterst du deinen Kampffisch? Oder wie soll ich meinen Kampffisch füttern? Wie viel und wann? Ich habe jetzt nochmal hier einige Futtertüten mitgebracht und werde euch gleich im Anschluss einblenden, wie ich eine Futterart davon füttere. Ihr könnt nämlich so ein Futterset vom Lebendfutterspezialist.de gewinnen. Alle Infos dazu kommen am Schluss und die weiteren Informationen stehen auch in der Infobox. Jetzt aber erstmal zum Video. Und zwar wurde ich das ja sehr oft gefragt und vor allen Dingen auch, was soll ich meinen Kampffisch füttern? Also ich habe euch im letzten Video ja sehr viele Futterarten vorgestellt und habe euch auch die Größe genannt. Und das Futter, was ich am häufigsten füttere, sind die weißen Mückenlarven, weil die am längsten halten und auch am bekömmlichsten sind. Der Mythos, dass rote Mückenlarven zu fett sind, stimmt nicht, das wollte ich jetzt nochmal erwähnen. Rote Mückenlarven sind genauso wie weiße, wie die Enchitren, wie die Artemia, also die Salinenkrebse, wie die, was haben wir hier noch, Tupifex und die Glanzwürmer. Also ihr könnt die alle füttern, die Farbe hat nichts zum Fettgehalt auszusagen. Das vorweg. Also ihr könnt alle Futterarten, die euch am besten erscheinen, geben. Was ihr beachten solltet, ist, dass die weißen Mückenlarven meiner Meinung nach am längsten halten. Auch die Glanzwürmer halten bei mir am längsten. Die roten Mückenlarven und die ganzen anderen Tiere halten bei mir meistens nur eine Woche und die weißen meistens so 2 Wochen. Natürlich sollte man vielleicht nicht unbedingt bei einem Fisch jetzt 10 Tüten sich auf Lager legen, weil das wird euer Fisch niemals in 2 Wochen vertilgen. Ich füttere meistens eine Tüte pro Tag an alle Fische. Das heißt, ihr habt so einen Vergleich, wie lange euer Fisch das sozusagen von essen kann. Ich habe ungefähr 30 bis 50 Fische. Es ist immer unterschiedlich, wie viele Jungtiere, manchmal sogar noch mehr. Was jetzt natürlich das Problem ist, wenn man Lebendfutter kauft, dass man eigentlich nicht unbedingt jeden Tag Lebendfutter füttern sollte. Da der Fisch natürlich auch mal in der Urlaubszeit von einem Urlaubsbetreuer betreut wird und dieser vielleicht nicht unbedingt mag, das Lebendfutter zu geben. Dann muss man natürlich auch auf Trockenfutter zurückgreifen und auch wenn man krank ist oder mal kein Lebendfutter bekommt, wäre es schlecht, wenn das Tier dann ja nicht das Trockenfutter annimmt, wenn ihr jetzt mal einen Monat oder so kein Lebendfutter bekommt. Deswegen habe ich nämlich auch beim letzten Video gesagt, die Mischung macht's, also Trockenfutter und Lebendfutter, und habe euch nochmal alle Futtersorten unten in die Infobox gepackt. Es gibt auch das Thema Frostfutter. Ich empfehle nicht unbedingt Frostfutter jetzt auch nicht in den Sommermonaten zu kaufen, denn ihr wisst nicht, ob die Kühlkette eingehalten hat. Und zwar ist es so, dass die Kühlkette vom Hersteller bis zum Laden und vom Laden bis zu euch manchmal nicht richtig eingehalten wird. Also ihr könnt das nicht vorher wissen, es kann auch schnell passieren. Seid ihr jetzt mal einkaufen und eine Stunde liegt das Futter im Auto und ja, dann kommt ihr zu Hause an, es ist angetaut. Das ist jetzt vielleicht für einen selbst erstmal nicht schlimm, weil man kennt das ja, man hat Lebensmittel eingekauft, muss aber irgendwo hin und dann ist das angetaut, ab ins Gefrierfach und fertig ist das. Bei Frostfutter ist das Problem, dass sich dann meistens sehr schnell Keime bilden oder Bakterien, die natürlich dann wieder eingefroren werden und beim nächsten Auftauen wieder da sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und man kann das nicht unbedingt kontrollieren, deswegen rate ich davon ab, weil in meinem Fall hat das Frostfutter, was ja belastet war, Bauchwassersucht zum Beispiel ausgelöst. Ob das jetzt vom Frostfutter kommt, kann ich im Nachhinein nicht reproduzieren, aber ich gehe davon aus, weil ich zu der Zeit Frostfutter gefüttert habe. Von Futter, wo ich nicht wusste, ob die Kühlkette eingehalten wurde.
Deswegen habe ich mir festgelegt, nur noch Lehmfutter zu füttern und Flocken bzw. Trockenfutter. Meine Fische nehmen jetzt keine getrockneten Mückenlarven an. Das müsstet ihr für euch probieren. Ich finde auch die getrockneten Sachen nicht unbedingt besser, weil die Fische meistens das nicht annehmen. Also dann nehmt ihr da lieber ein gutes Flockenfutter oder diese Granulate, habe ich euch auch in die Infobox gepackt, anstatt irgend so ein getrocknetes Frostfutter oder gefriergetrocknetes. Um jetzt zum Thema zu kommen, was ihr gefragt habt, also wie füttere ich meinen Kampffisch, wie viel gebe ich, wie bewahre ich die ganzen Lebendfuttermittel auf. Es gibt vorab zum Aufbewahren, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ich lasse das immer in der Tüte, wenn ich es bekomme, kommt direkt in den Kühlschrank und liegt dann da erstmal oben in diesem Eierfach. Da kommt keiner ran, da ist das geschützt, da kann nichts auslaufen. Andere kaufen sich kleine Tupperdosen oder diese kleinen Plastikdosen und füllen das um und tauschen das Wasser bei den Frischwassertieren aus. Also es gibt, das steht meistens hinten drauf, da seht ihr, ob das Salzwasser ist oder Süßwasser. Das Süßwasser könnt ihr natürlich direkt tauschen. Beim Salzwasser ist das Problem wie bei den Salinkrebsen, da steht auch Salz drauf, dass ihr die Menge vom Salz nicht unbedingt reproduzieren könnt. Deswegen würde ich euch abraten, da das Wasser zu tauschen. Bei Mückenlarven hingegen könnt ihr das Wasser tauschen. Wobei ich da auch schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also ihr müsst das mal ausprobieren. Ich mache es inzwischen gar nicht mehr. Ich lasse die Tüte dann eben über Nacht stehen und am nächsten Tag ist das immer noch frisch. Das zum Aufbewahren. Jetzt kommen wir einmal zum Füttern. Ich blende euch jetzt immer zwischendrin Videos ein und dann erkläre ich eben was dazu. Okay, also ich habe jetzt einmal hier einen Becher, dann habe ich so eine Pipette, die bekommt ihr auch in dem Shop von Dominik. Und dann habe ich hier die Tüte mit roten Mückenlarven. Bevor ich das verfüttere, schaue ich mir immer den Inhalt an, ob da noch alles lebt. Dann nehme ich ganz normal eine Schere. Schneide das auf und fülle mir das hier in mein Gefäß um. Da habe ich natürlich das Problem, dass hier ein bisschen das Wasser zusammengezogen ist. Dann nehme ich mir aber immer ein bisschen Aquarienwasser. Zumindest geht das bei den roten Mückenlarven, weil es ja Frischwassertiere sind. Bisschen zu schnell raus. Und die Tüte könnt ihr danach einfach wegwerfen oder ihr hebt sie auf, dass ihr wisst, was drin war. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich werfe die dann immer gleich weg. Ja, dann habe ich hier meine Suppe an Larven. Wenn ihr die jetzt länger behalten wollt, dann könntet ihr jetzt noch frisches Wasser hinzufügen oder das alte ablaufen lassen und komplett frisches. Da ich das nie mache, weil ich da den Bedarf nicht habe, weil ich das jetzt komplett füttere, lasse ich das dann immer so. Dann habe ich hier diese ganz einfache Pipette und wenn ich hier drauf drücke und dann loslasse, zieht es etwas hoch. Das mache ich dann einmal und dann habe ich hier so ein paar Mückenlarven drin. Ist natürlich für einen Fisch viel zu viel, deswegen kann ich dann noch ein bisschen abnehmen und dann habe ich so eine Menge, die ich einen großen Fisch geben kann. Das, was jetzt hier drin ist, die Menge ist natürlich ein bisschen mehr, deswegen kann ich mir noch was ab. So, noch ein paar Würmchen weg. Dann habe ich ungefähr die Menge, die jetzt für einen Fisch reicht. Ihr seht, das sind relativ kleine Mückenlarven, deswegen diese Menge. Den Rest könnte ich jetzt wieder im Kühlschrank stellen, vielleicht noch einen Deckel drauf und fertig.
Okay, jetzt habe ich hier das Becken mit dem Fisch. Ich nehme dann immer meistens die Pipette und tippe sie hier oben an. Und die Fische wissen hier schon, wenn ich hier mit einer Pipette komme, da gibt es gleich was Schönes. Und dann drücke ich einfach oben ganz langsam drauf. Und ihr seht, die Würmchen fallen raus. Und das Tier frisst sie. Und meistens ist dann mit einer Portion dann die Sache auch erstmal erledigt. Das heißt, das Tier sucht jetzt dann noch nach dem Rest, was hier noch so rumfliegt, und hat jetzt erstmal ein paar Minuten was zu tun. Ihr könnt das Ganze natürlich ein bisschen besser machen, indem ihr es gleich hier irgendwo ins Becken schmeißt, aber ich gebe das meistens so, dass ich sehe, ob das Tier gut frisst oder nicht. Genau, das war es auch schon mit den Fütterungsanweisungen. Also wie gesagt, 5 bis 10 Würmchen mache ich in die Pipette und dann ist das auch schon erledigt. Ja, kommen wir mal zum Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr ein Starterpaket bzw. ein Paket im Wert von 10 Euro gewinnen, einen Gutschein für den Shop des Lebenfutterspezialist.de. Da bestelle ich öfters mal Lebenfutter, gerade wenn ich im Umkreis kein Lebenfutter bekomme. Also ich habe zum Glück jemanden oder einen größeren Ladengeschäft, wo ich immer sehr frische Ware kriege. Aber ich weiß, dass das bei manchen nicht der Fall ist und man sollte da immer gut aufpassen, was man da für ein Futter kauft. Deswegen switche ich jetzt im Sommer auch um auf den Dominik, so heißt der Betreiber. Der hat die Seite erst neu und ist in der Kampffisch-Szene schon super beliebt, weil sein Futter halt sehr frisch ist und er auch, falls es Probleme gibt, zur Verfügung steht. Er hat diese kleinen Tütchen und da steht halt auch immer alles drauf, was drin ist, und alles Mögliche findet ihr sonst auch online. Ihr könnt jetzt sozusagen mit meiner Hilfe ein Schnupperpaket gewinnen bei ihm. Was ihr dafür tun müsst, ist einmal meinen Newsletter zu abonnieren und einmal meine Facebook-Seite und seiner Facebook-Seite ein Like zu geben. Wenn ihr sein Newsletter auch noch abonniert, ist das für euch eine zusätzliche Chance zu gewinnen, müsst ihr aber nicht. Wir losen das Ganze, oder ich lose das Ganze mit der Glücksfee aus, also mit diesem Online-Tool, und das werde ich Ende Mai tun, also ich glaube, das ist der 31.05., sonst blende ich das hier unten nochmal ein. So lange habt ihr Zeit teilzunehmen und am Ende bekommt ihr einen Gutschein, einen Gutscheincode, den ihr dann im Shop einlösen könnt. Wie beim letzten Mal ist das so, dass unten die Teilnahmebedingungen stehen. Ihr müsst über 18 sein natürlich. Und was beim Dominik auch noch richtig gut ist, ihr bekommt die Fische nur montags versandt. Und das hat den Vorteil, dass ihr auf jeden Fall das Paket vor dem Wochenende erhaltet und auch die Gefahr klein ist, dass das Paket im Paketshop oder in diesen Verteilungszentren liegen bleibt übers Wochenende. Das heißt, ihr bekommt immer frische Ware, und sollte mal was sein, eine kurze Nachricht an ihn und ihr bekommt meistens dann Ersatz. Was natürlich auch toll ist, ihr könnt das Ganze mal ausprobieren, ihr könnt euch auch sagen, okay, ich bestelle jetzt dieses Testpaket, das Mini nehme ich meistens für Kampffische, oder das kleine Testpaket, weiß jetzt gerade nicht, oder ihr kauft nur weiße Mückenlarven oder mal rote Mückenlarven, oder ihr probiert mal Tubifex aus oder die Enchitren. Das ist euch überlassen, da habe ich mich mit Dominik so geeinigt, dass ihr da freie Auswahl habt. Und das Tolle ist auch, er verschickt in Styropor Kisten, das heißt, die Tiere sind kühl bei Ankunft und nicht ja, in einem Karton ohne Umverpackung. Das kommt alles auch lebend bei euch an. Ja, das war es jetzt schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, aktuell kommt ein bisschen weniger. Ja, das war es jetzt schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat geholfen. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die wieder unten in der Infobox hinschreiben. Hier in der Mitte könnt ihr mich abonnieren und rechts und links sind neue Videos. Und ich würde mich freuen über einen Daumen hoch und einen Kommentar.